meine Pflanze gibt mir mehr. Weil die Orchidee ist so eine schöne, feminine, sinnliche Pflanze. Ich und meine Pflanze sind ein Dreamteam, weil wir das hier doch bis hierhin schon ganz gut gemeistert haben. Meine riesengroße Zimmertanne gibt mir viel Kraft aus der Größe, die sie hat. Viel Liebe schenkt sie mir. Also sie steht bei mir in der Wohnung und ist immer ein dekorativer Lichtpunkt für mich und erinnert mich an den Thailand-Urlaub. Ungewohnt an und kalt. Ja, das fühlt sich lustig an. Es geht doch wieder ab. Hm? Ja. Hier mit allem, was ich so zu bieten habe in diesem Wettbewerb, wie ihr seht. Guck mal, wie ein Kaktus. Ja, super. Wir hatten auf einem Dorf in der Nähe von München ein Haus und ich bin mal gespannt, wie es jetzt ausgeht. Ich weiß nicht, ich bin hier, ich bin glücklich und der Ausgang ist eigentlich mehr oder weniger. Ich bin aufgeregt. Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt, ja. Auch schon mit der Anreise heute und gestern Abend war ich es auch schon ein bisschen, aber jetzt doch auf einmal mehr, als ich von mir gedacht hätte. Und wir steigen natürlich mit dem dritten Preis ein. Auf Platz 3 liegt, da, Frau Grote. Mit 2 Punkten. Erstmal müssen wir genau, ne? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Lassen Sie mich damit ins Flugzeug rein, ne? Danke für ja. Ich bin total glücklich und das hat uns jetzt natürlich, oder mir jetzt auch, muss ich sagen, beim Umzug kann man den Gewinn natürlich auch gut gebrauchen. Der zweite Platz ist Gerrit Kürtner mit 2,84 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Also, alles Gute für Sie und Ihre Pflanze. Super gelaufen. Ich habe noch den zweiten Platz bekommen und bin absolut glücklich. Alexandra Migge, treten Sie zu uns mit Ihrem Süßen. Sagen wir mal, der Arbeitsname ist Otto. Ich habe damit nicht gerechnet, dass ich gewinne. Aber ich hatte ja schon gewonnen. Ich war ja unter den besten 3. Das ist ja schon mal ein Gewinn. Aber Erster ist echt
Hammer. Wenn man nach Deutschlands schönster Zimmerpflanze fragt, dann denkt man natürlich an etwas unheimlich Dekoratives, Farbiges, Überwältigendes. Und es ist ein Kaktus. Und die Geschichte, Frau mit dem Kaktus plus Kaktus und Frau, großartig umgesetzt ist und deshalb Platz 1.